Herzlich willkommen zur 19. Folge von Bioshock 2. Ah, da ist doch gleich der Big Daddy. Schauen wir mal, ob der gleich die Sister rausholt. Da. Sehr gut. Moment. Ich nehme dich erst mit, Kleine. Und jetzt kommen wir zu dir, Freund. Oh, fuck. Scheiß Alpha-Serie. Moment. Habe ich weggebohrt. Heilen. Wenn ich mich nicht bewege, wäre ich ja unsichtbar, oder? Blöde Penner. Ja, lass dir schmecken, Kleine. Die ist ja eklig. Die pumpt das erst aus ihm raus und dann trinkt die das. Okay. Jetzt müssen wir in die Duschen gehen.
Das ist das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Andere fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. Schnell, 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 schnell. Schlafende Engel leuchten. Erden leuchtet. Siehst du das Licht im Bäuchlein? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich bin so ein Idiot. Habe ich anders geplant, aber okay. Jede Little Sister getroffen. Okay. Die Mädchen flüstern mir etwas zu, Vater. Sie haben dir ein Geschenk hinterlassen im Gatherers Garden. Hol es dir. Fuck, jetzt habe ich genau bei der Lissa gespeichert. Big Sister Forschungsbonus. Deine Little Sister stellen nach Adams Sammeldenken somit wieder her. Toll, das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Das ist ein Bitchfight, Alter. Geil. Die schon mit Anlauf in meine Faust gesprungen ist. Okay.
Hab alle Little Sisters getroffen. Das heißt, ich habe das Spiel bald durch oder was? Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Teufel, was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Also mich jetzt voll gefrontet hier. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Ich habe eine Mission. Die werde ich ausführen. Speichern. Ja, wo bist du? Du Denker. System für die Tiefseelebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Nein, ich will nicht. Ich werde widerstehen. Voll geil. Ich verfluche dich, Delta!
Perfekt, mein Junge. Du hast ihn am Haken. Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Okay, machen wir gleich. Aber erst machen wir hier Electro Ball 3. Jetzt bewirkt jeder Angriff Kettenblitze. Laden sie auf, indem du E gedrückt hältst. Um einen andauernden Elektroschirm auszulösen. Geil. Ein Elektrosturm. Der Blitz trifft mehr als einen Gegner. Hiermit können sie den Feind mit einem tödlichen Sturm attackieren. Explosives Feuer aus dem Handgelenk. Ideal, um Gegner mit einem Flammenstoß umzupusten. Ey, was ich jetzt lerne, ist doch wurscht, oder? Machen wir mal das da. Scout weg. Okay, hier. Wo ist der Typ, der die ganze Zeit lädt? Der langweilt mich. Was ist das für ein Riesenviech? Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund, und meinen aufrichtigen Dank. Ja, Mann. Blut, was da hochkommt. Ganz schön gewaltvoll. Toxisch!
Scheißstein. Okay, jetzt bin ich bei Lamb. Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Raptures Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Dann los geht's. So, ich dachte, die Sicht kann ich nicht mehr bewegen. Aber das war gewollt so. Jetzt bin ich gespannt. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Jetzt muss ich Eleanor finden. Ich bin gespannt, ob ich sie finde. Wenn ja, bin ich noch, frage ich mich, ob ich dann die Lamp auch noch töten darf. Naja, schauen wir mal. Schnell! Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Ich frage mich, Delta. Weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe. Ladestreifengröße für Granatwerfer. Erhöht zudem die Menge aus. Eine größere Munitionsbox bedeutet mehr fürs Geld. Erhöht zudem die Menge jeder Munitionstyp, die du tragen kannst. Ja. Beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. So hat die Sende gesprochen. So. Sie beneidet mich, weil ich noch einen Glauben habe, quasi. Daddy's home. Daddy. Was steht da? Mami. Ach so.
Persephone, die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird und wo sich ein Geschäft auftut. Wisst ihr was? Ich beende mal hier unsere Folge. Die dauert jetzt 2-3 Minuten weniger, aber egal. Aber vielleicht ist in der nächsten Folge dann Schluss, dann habe ich... Muss ich nicht mittendrin aufhören. Also, wenn es dir gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da und schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.